Zack McFly. Herzlich willkommen zurück bei Zack. Ohne Cheesy, aber der kommt gleich. Und dann zocken wir wieder weiter hier. Far Cry 5. Bin ein bisschen müde heute. Die ganze Nacht Fortnite gezockt. Aber scheiß drauf, ich will weiter ballern gehen hier. Pronghorn heute. Vielleicht kann ich auch einfach schon ein bisschen jagen. Das ist ja jetzt nicht so spannend. Dann müssen wir mal den Pfeil auspacken. Vorteilsheft. Ich hab nichts getan! Nahkampfkills, warum? Also cool, aber warum? 9 Punkte, ja, dann löse ich die mal ein. Alle Leutnant besiegen, ja, okay. Okay, ich muss hier diese Ponghörner suchen. Ponghorn, ich weiß nicht, wie sie heißen. Ah! Ich habe schon endlich Pfeile. Ich baller hier wie ein Vollidiot. Habe ich da eins erwischt? Habe ich da etwa eins erwischt? Der krasse Jäger ist am Start. Ist denn auch das richtige Tier? Ja. Wo sind deine Freunde, hä? Wo sind deine Freunde? So, nebenbei noch ein Typen befreit hier und eine Frau natürlich. Hey, wie... Meine Cousine hat ein paar Kultisten über die Deadman's Mill reden. Keine Sorge. Hätte ich gewollt, dass du stirbst, wärst du jetzt tot. Red mit mir. Meine Cousine hat ein paar Kultisten über die Deadman's Mill reden hören. Sie glauben, die Cougars hätten... Hey, Cheesy! Was geht? Versteckt. Bist du noch nicht in der Party? Gott sei Dank, dass du gekommen bist. Oh, Wolf! Himmel! Oh Gott! Bitte, hilf mir! So, dann laden wir den Cheesy mal in die Party ein. Hallo Zack McFly. Hallo Gabor. Was geht? Schön zocken. So, ja, ich bin schon mal los. Wir müssen ja hier diese Pronghorn heute sammeln. Ich habe eins schon erledigt. Die müssen unbeschädigt sein, deshalb musste ich mir jetzt den Fallen Bogen holen. Sind das diese Ziegenböcke? Ja, genau. Hier war so eine kleine Herde. Oh, 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 oh. Was? Die sind einfach Bären von mir gespawnt. Oh, ja. Leb wohl! Oh. Was ist das? Viel Fraß. Der war ja viel gefährlicher als die Bären. Haben wir die Bären... Ja, ich glaube, ja, die haben in die Luft gejagt. Die Bären erwischt?
Ich glaube, die haben wir ziemlich weit weggesprengt. Oh, oh nein! Ah, oh Gott! Drogen! Ah, oh, ich sehe hier Drogen! Ah. Mir hat so ein Vielfraß genau in den Schwanz gebissen, in die Michi. Ah, oh Gott! Ah, die sind ja übelst wild! Ah! Wow! Ich hab sie, glaube ich, in die Luft gejagt. Bin fast tot. Oh Gott, diese Vielfraß-Dinger sind übelst aggressiv. Der hat mir schön in die Babymachmaschine gebissen. Mach mal eine Pfeile. Ja, wir dürfen eh keine Babys mehr machen. Was dürfen wir? Wir dürfen keine Babys mehr machen. Ach so, nee. Vom Staat verboten. Zu viel Inzest. Wenn wir Cousins wären, kein Problem, aber wir sind ja Geschwister. Tja, mich stört das nicht, ne? Ich hoffe, du weißt es. Mich auch nicht. Mein lieber Bruder. Das darfst du niemals vergessen. So. Wie könnte ich? Diese Kackrehe, Mann. Oder Ziegen oder. Porno heute. Prolong. Lesen, nach 7 Jahren öffnen sich die Gates in eine veränderte Welt. Und die Auserwählten des Vaters erben unseren Garten. Was will ich denn mit dem Garten? Hä? Was habe ich denn jetzt gemacht? So, wir brauchen. Ey, hier, die hat eine Mission. Will die springen? Im Gefängnis im Wald, wo Mabel die Tiere ausstopft, soll ein Puma. Was zum Teufel? Ach, ich hab's vergessen, sorry. Ich ziele immer auf die Leute. Im Wald, wo Mabel die Tiere ausstopft, soll ein Puma frei herumlaufen. Würde mich nicht wundern, wenn ihn die alte Eule abgerichtet hat, Peggys zu jagen. Okay, ein Puma, der abgerichtet wurde, okay, ist, das und für uns kämpfen kann. Könnte der nächste Begleiter sein. Es gibt doch Pebbles oder wie der heißt. Ja, und so einen Bären gibt's ja auch noch später, ne? Ich würde schon mal ganz freundlich ankündigen, dass ich gleich mal kurz weg bin. Okay. Ja, ist nicht. Wann ist gleich? Ja, so in einer halben Stunde ungefähr. Ja, das ist super. Meine Mom kommt aus dem Frankreich-Urlaub zurück und hat mir ein paar Delikatessen mitgebracht, die sie mir kurz vorbeibringt. Habe ich da auch was von? Wurst und Käse. Ich kann dir beschreiben, wie lecker das alles ist, während ich es esse. Hast du Bock auf Corn Dogs? Ja, klar. Ich habe einen Laden gefunden, da kann man die bestellen, aber man muss 25 Euro Mindestbestellwert haben. Und das wären dann 50 Stück oder so. 50? Ich glaube schon, ja. So viel brauche ich halt nicht, ne? Ich muss auch erstmal gucken, ob ich überhaupt irgendwie machen kann. Ach so, nicht frische, sondern tiefgefrorene. Denke ich mal, ja. Ah, okay. Da unten ist auch nochmal was markiert. Ich habe die noch nie gegessen. Ne, also ich fand's geil. Aber ich weiß halt nicht, ob die so schmecken wie dann da in Amerika, ne? Wie kann man nochmal den Wingsuit benutzen? L3, glaube ich, gedrückt halten, wenn du im freien Fall bist. Ist hier wieder so ein Gitarrenspieler? Warum sitzen hier überall Leute und spielen Gitarre? Ja, das ist das, was mich gestört hat an Far Cry 5. Du hast an jeder Ecke diese geisteskranken Sektmitglieder oder irgendwelche Streuner rumsitzen. Du bist ja nirgendwo irgendwie. Ist nie Ruhe eigentlich. Ja. Warte, bleib ruhig! Jawohl! Was? Das hat sich verwandelt! Was bist du jetzt? Ich hasse diese Drogentrips. Boah, ich hab den so schön erwischt. Ich weiß, was wir machen. Ich weiß, wie wir die rausjagen. Die ganze Zeit Leute. Ich wünschte, ich könnte mehr für dich tun. Scheiße, da krieg ich ja einen Herzanfall. Was zum... Dann red da mit mir. Dann halt nicht. Hier brennt alles. Hast du das gerade? Ja, ich weiß. Ich hab einen Waldbrand gestartet, um die Tiere rauszutreiben. Okay, das ist radikal, aber ich hoffe effektiv. Wie kann man was anzünden? Ich will auch anzünden. Oh. Hier ist nicht so viel passiert. Hier ist zwar alles dunkel, aber ich habe jetzt einen Molotow-Cocktail geworfen. Ich habe aber ein Scharfschützengewehr. Okay, ja, guck mal.
Damit kann ich durchaus... Ob du hier die Viecher siehst? Siehst du, wo ich markiert habe? Ja. Da müssten die eigentlich irgendwo sein. Das ist das Gebiet von denen. Ich stande hier oben einfach auf dem Hügel. Hier ist noch eine Stadt, die können wir einnehmen, oder? Ist einiges zum Einnehmen. Oh, du hast den Hubschrauber fallen lassen. Oh, was? Scheiße. Ach komm, den kriegen wir noch raus dann. Hoppala. Da stand anscheinend ein unschuldiger Zivil... Oh! Hast du ihn getötet? Ja, und rechts, dieses Spiel ist komplett komisch. Rechts ist einfach ein Flugzeug im Wasser erschienen, so ein Wasserflugzeug. Ja, das habe ich auch die ganze Zeit so. Jetzt. Puff, und auf einmal war es da. Ich meine, jetzt da beschwere ich mich jetzt nicht, ne, aber... Es wäre schön... Ich sehe ein Tier, und ich habe es erschossen, mit einem Schuss. Oh, es ist ein Bär. Wir brauchen aber einen Pronghorn. Ich glaube, es ist ein Bär. Der hat bestimmt die ganzen Dinger gefressen hier, der Bär. Die Pronghorns. Ach so, wir brauchen ja eine Schwarzbärenhaut, ne? Zack. Nächste Mal. Der Profi-Scharfschütze hier, warte, der Jägermeister. Ich hab eins. Zack. Nein! Hä? Was bist du jetzt? Warum verwandeln sich alle bei mir? Ich kill es trotzdem, aber... Scheiße, ey. Mann, das kann nicht sein. Es hat sich einfach wieder verwandelt. Jetzt kommt da hinten wieder ein Bär. Kann man nicht einfach mal so ein Pronghorn kommen und auch Pronghorn bleiben? Das Problem ist, dass du so auffällig aussiehst und auch riechst. Ich meine, wenn du dir was anderes anziehen würdest und vielleicht auch mal in den Fluss da reinspringst. Warte, ich habe hier so einen großen. Guck mal, ich komme dir zur Hilfe. Ah! Hier ist. Jetzt ist hier. Das kann doch nicht wahr sein, der ist aus dem Nichts gekommen, der Puma. Das ist, weil wir so voll mit diesen Drogen sind. Guck mal hier, so sieht ein richtiger Jäger aus. So, du gehst hier ins Wasser. Okay. Und dann? Dann bist du erstmal sauber, dann stinkst du nicht mehr. Dann musst du natürlich in die Hocke gehen und am besten versteckst du dich in so einem Busch. Weh, du verwandelst dich wieder. Nein! Es verwandelt sich schon wieder! Das könnt ihr doch nicht ernst meinen. Scheiß jetzt auf die Nebenmission hier. Wird geflogen. Warte. Ja, ja. Warte auf mich. So, lass mal wieder zurück nach unten links hier zu John. Wir müssen erstmal John erledigen. Ich mach mal den weitesten Punkt. Ist das der, den ich gesetzt habe? 404 Meter? Kann ich sagen, oder? Ah! Oh, wir werden beschossen. Flieg! Ich kann nicht. Flieg! Es ist kaputt. Es geht nicht. Es ist kaputt. Was ist das? Keine Ahnung. Was machen die? Voll viel zu viele. Die haben es komplett zerballert direkt. Was? 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 Warum? Was? Fuck. Tja. Okay, lass mal hier links nochmal kurz gucken, ob wir jetzt Rehe finden. Ansonsten... geht's dann weiter. Ich höre eine Schlange. Ja,
Ich werfe da unten mal ein paar Köder hin. Wow. Nein, hat er sich wieder. Er hat sich verwandelt, oder? Was ist das denn jetzt? Das ist ein Büffel! Was soll das denn, bitte? Hahaha, das Auto weggehauen. Ey, hier waren auch noch mehr von diesen Viechern. Du bist doch schon wieder... Ah! Ah, das gibt's doch nicht! Verbranntes Fleisch. Direkt Steak. Direkt ein Steak draus gemacht. Ich hüpfe dem auf den Kopf rum. Hallo. Hallo. Oh, wow. Wow, das sieht aber knusprig aus. Ja. Schädigte Haut und verbranntes Fleisch. Ja, klasse. Hier sind noch Pfeile von dir, die kannst du nochmal einsammeln. Da ist wieder so ein Ding, das läuft weg. Scheiße. Für andere Straße halt. Warte, ich will ihn jetzt holen. Ich hoffe. Ist der verseucht? Stinkt er? Wo? Da hinten. Zwischen Osten und Süden. Südöstlich. Hinter dem Auto. Das ist. Er ist tot. Hat sich nicht verwandelt, oder? Nein. Und ich habe noch einen Büffel dahinter, genau weiter jawohl, in die Richtung laufen. Jawohl, wir haben es geschafft. Jawohl. Ah, eine Wildkatze. Oh, ein Wolf. Hier. Hier liegt noch ein Büffel. Wo bist du? Ich bin wieder voll. Also das Scharfschützen-Bison, das Scharfschützengewehr ist super stark. Das tötet alles. Echt krass. Bei ihrem Kloster einfach die Leute von der Straße holt. Die zwingen sie zum Beitritt, angeblich zu ihrem Besten. Wir müssen jetzt zu dem Labor. Warte, ich repariere noch schnell das Auto. Und ich töte das Bison. Nein, was machst du? Yeah! Ich mache deinen Job hier. Wer hat denn auf mich geschossen? Das war doch jetzt nicht der. Du hättest dich besser nie mit uns angelegt. Oh. Mit wem hab ich mich angelegt? Guck mal, der hat richtig Angst gehabt. Die Fresse, hast du das gesehen? Von dem Bison. Schreit der bei dir auch so krass? Oha! Der hat sich richtig erschrocken, dass ich ihn überfahren habe. Steig mal ein. Saftiges Roadkill-Fleisch. Ich verteile mal schnell ein paar Vorteilspunkte. Ich habe gerade jede Menge davon. Ja, ich soll gleich auch nochmal gucken. Warum bleibt ihr einfach stehen? Hey, das ist... Manchmal... Warum ist es heute so komisch, das Spiel? Ich bin auf diesen Platz gefahren und das Auto hat von alleine gebremst einfach. Ich hab den Heli zerstört, wegen dem wir hier sind. Denn so wie du fährst, sollte ich weniger Sturzschaden kriegen. Au! Alles gut? Heilige. Ja. Alles geplant.
Oh, der ist ein bisschen wow. tief, der ist ein bisschen tief. Wow. Wow, okay, ich bin... Das überlebt? Au. Ich hätte mich... Nee, ich hätte mich anschnallen sollen. Ah, scheiße, der war ein bisschen zu tief. Ah. Ich muss mal kurz kacken. Ein bisschen schwer zu erkennen, wo du gerade bist. Ich bin runtergesprungen, die Klippe. Richtung Ziel, Richtung... Ziel halt. Oh. Ich bin einfach runtergesprungen, hab den Fallschirm gezündet und dann hier auf die Straße. Ja, ich wollte den Wingsuit zücken und hab die falsche Taste gedrückt. Hab das Gefängnis jetzt auch schon erreicht. Zu Fuß ist dann doch immer noch am sichersten. Hey, hat die mich die ganze Zeit blockiert? Office, was geht hier los? Was ist hier? Beantworte mir folgende Fragen. Wie heiße ich? Wie alt bin ich? Welches Geschlecht bin ich? Antworte. Das letzte ist schwer zu beantworten. Richtig schwer zu beantworten. Du hast es geschafft. Du hast es geschafft. Ich glaube, du kannst die anderen ansprechen, oder? Ja, ich habe jetzt den Arzt angesprochen. Wenn man einmal so viel Blitzintos hat, gibt's kein Zurück mehr. Aber mit diesem Zeug hier können wir sie einfach zusammentreiben und wegsperren. Meinst du, dass du, sobald es fertig ist, einen Feldversuch starten könntest? Ich bin sicher, dass es funktioniert. Also 95% sicher, aber wir sollten es trotzdem testen. Mein Opa ist hier mal vor Ewigkeiten aus. Abgeschlossen. Ja, hier sind noch mehr Missionen irgendwie, ne? Haben wir jetzt ein paar abgeschlossen? Ja, beim Sheriff. Hast du eine Sekunde für mich? Ah ja, klar, für den haben wir den Arzt jetzt geholt, ne? Hier, und die lautet, Faith aufzuhalten. Sie hat mir alles genommen. Meinen Job, meine Ehe. Sogar meinen Sohn. Und alles nur wegen diesem Bliss. Du bist jetzt einer von uns. Ein Kuga. Ja, ich bin ein Kuga. Wir sind ein Team und helfen uns gegenseitig. Ab sofort bei Pornhub, sag mir Fly, Kuga eingeben. Kennst du unsere Trinkwasser auf? Und seid ihr glücklich. Nice. Sie besetzt und pumpt sie voller Bliss. Ist das zu glauben? Direkt ins Trinkwasser? Was für Monster tun so etwas? Tja, damit wird Faith nicht länger durchkommen. Ich sage dir was. Wir werden das schleunigst unterbinden. Was sagst du? Du wurdest gesegnet. Hey Rookie, hier spricht Tracy. Du hast also die Schreine gefunden, die Faith errichten ließ. Die liegen alle entlang ihres komischen Pilgerpfads. Und dort treiben sich immer diese verfluchten Peggys rum und huldigen diesen verfluchten Joseph. Wieso lässt du sie nicht alle zur Hölle fahren? Lass nur noch Staub von diesen Scheißschreinen übrig. Boah, jetzt geht's aber los. Hier noch eine Mission. Jetzt geht's mit dem Marshall. In den letzten 2 Tagen sind ein paar Leute verschwunden. Wir wissen nur, dass wir sie nicht im Bliss verloren haben. Es gibt Gerüchte über einen Ort, der von Faith Jüngern geleitet wird. Einer dieser Orte, von dem man nicht zurückkehrt. Opfer. Die Leute sagen, jeder, der Faith kleinen Pilgerpfad nicht beschreitet, endet da. Ich glaube, wir haben hier ein echtes Problem und jemand muss sich das ansehen. Jemand, der zurechtkommt, falls es sich doch um mehr als nur Geschichten handeln sollte. Sei vorsichtig, Wookie. Falsche Götze, noch eine Mission, eine Story-Mission. Und irgendwie hat der Arzt, glaube ich, jetzt noch mal was. Hier wird es bestimmt richtig hektisch, sobald ich fertig bin. Laber nichts. Ich habe in letzter Zeit wenig richtig gemacht, aber das wird sich jetzt ändern. Wir müssen es nur testen und sicher gehen, dass es wirkt. Die Sekte nutzt die Angels, um die Blisspflanzen auf den umliegenden Farmen zu ernten. Da könnten wir es ausprobieren. Diese Wesen rasten schnell aus. Schleich dich also rein, leg den Köder aus und begib dich in Sicherheit. Ich bin zu, 75% sicher, dass die Formel passt. Also du weißt schon, sei vorsichtig. Okay, zu 75% ist er sich sicher. Deputy, wir sind bereit für einen Test. Dass die klinische Studie funktioniert. Okay, ich hab den Köder. Du hast den Köder? Also machen wir direkt die Mission. Sekunde. Schauen wir mal ein Logbuch an. Klinische Studie folgen. Erreiche die Farm. Ja, die ist ja gar nicht weit. Ich hab sie markiert.
Und wir haben hier noch den Helikopterplatz draußen. Töte nur die Kultisten. Also ich würde sagen... Oder hast du einen Sniper? Ich habe einen Sniper. Aber nicht mehr die ganz starke, ich habe mal eine andere gekauft. Was sind denn die Kultisten? Sind das die Zombies? Ziemlich sicher, ja. Irgendwas ist schief gegangen. Was irgendwas. Ah, okay, die Angels müssen wir töten. Geh jetzt runter! Ich lande hinter der Farm. Rechts neben der Farm. Ah! Nicht gewusst, dass ihr so viele seid! Schieß ihnen in den Kopf! Ich ihn erwischt. Auf dem Haus ist noch einer. Ein Assassine. Was sagen Sie, ein Wahnsinniger. Köder an den Tisch. Platziere den Köder auf den Tisch. Ey, wie komm ich denn hier durch? Hier. Auf welchem Tisch? Hier, achso. Draußen. Interagieren. Erreicht das Dach der Hütte. Wir müssen die beobachten, ob ich um. Also. Ich starre gerade auf eine volle Ampulle. Also hab ich's vielleicht doch nicht reingetan. Keine Ahnung, wie sich das aufs Ergebnis auswirkt. Die kommen hier aus dem Gewächsding. Die Stinktiere kämpfen mit den Irren. Ja. Die sind halt viele Stinktiere. Man kann den Basie und so werfen. Aber es, ich habe halt keine Muni mehr. Für gar nichts. Töte alle Angels und Kultisten, das lebt keiner mehr. Ich kann die Stinktiere töten. Ja, aber die können doch eigentlich nicht gemeint sein, oder? Ah, guck, der eine hat noch gelebt. Wir benötigen eine höhere Pheromonkonzentration von Probanden, die intensiv mit Bliss in Berührung gekommen sind. Fälle von Tieren, die sich damit den Bauch vollgeschlagen haben, gehen auf. Einfach komplett eskaliert. So ein kleiner Feldversuch. Herrlich. So eine halbe Farm brennt jetzt. Ich bin zu 75% sicher. Christi-Bären-Jagdgebiet. Kommen wir denn wieder auf unseren Felsen? Hab ich. Sammle zwei unbeschädigte Skunkhäute. Ja, die könnten hier sein. Eventuell. Skunkhaut.
geht, Doc? Gut, dass ich gerufen habe. Das hätte schief gehen können, was? Tut mir leid. Ich hätte nachsehen sollen, bevor ich dich rausgeschickt habe. War meine Schuld. Aber du hast gute Arbeit geleistet. Wir haben genug von den Blissproben. Und die haben wir gebraucht. Ich hatte Zeit, die Formel anzupassen. Und jetzt ist sie wasserdicht. Sobald sie fertig ist, kannst du dir eine neue Ladung mitnehmen. Ich kann dir gar nicht genug für alles danken, was du getan hast. Der Sheriff hat gesagt, dass du gut bist. Aber für so gut habe ich dich nicht gehalten. Hast du gehört? Wir sind richtig, richtig, richtig gut. Ultra Saiyan-mäßig gut. Wir sind halt... Studie abgeschlossen. Was haben wir denn erreicht? ich folge dir. Folgt mir ruhig. Ich mache jetzt erst noch kurz einen Cut. Ihr abonniert in der Zeit. Drückt den Daumen und schaltet wieder ein. Sag mal geil. Warum hast du gerade aufgehört? Ich habe gerade aufgehört. Nein, ich höre jetzt nicht auf.